Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Hearthstone. Wir spielen heute mal ein neues Deck, und zwar ist es ein Deck, das gerade sehr, sehr im Internet die Runde macht. Und zwar ist es der Budget Beast Hunter. Es ist ein sehr, sehr interessantes Deck, und es ist wohl ein Deck, mit dem derjenige, der das gespielt hat, irgendwie auch von Rang 20 bis auf Rang 3 gekommen ist, auch gegen Leute wie Colento, Crip und die ganzen Leute, die man halt kennt. Ich habe es ein bisschen umgebaut, weil ich so ein paar Karten fand ich nicht so cool. Und zwar war es einmal die Fiery Bat, war zweimal drin. Ich finde auch vom Early Game her ist das schon stark genug, wenn man sich das so anguckt. Wir haben eh, der höchste Drop ist ein Six Drop, den habe ich auch reingetan. Und ja, ich finde es eigentlich ein relativ interessantes Deck. Eine Sache, die mir nicht so passt, ist das Smuggler's Crate, weil ich nicht weiß, wie das effektiv da in das Ding reinpassen soll. Ansonsten sehr, sehr stark. Man sieht natürlich die typischen Kombinationen vom Hunter drin. Es ist sehr, sehr aggressiv. Wir haben einen Removal Dude, wir haben Removal Spells, wir haben alles Mögliche und wollen natürlich finishen über den Vicious Flatgling, den ich jetzt auch zweimal reingepackt habe, anstelle von irgendwas anderem, weil ich das so ehrlich gesagt besser fand. Also, was ich dazu gepackt habe, sind auf jeden Fall die Savannah High Main, nochmal so ein Vicious und ja, rausgemacht habe ich halt die Fiery Bat und noch irgendwas anderes, was ich gerade nicht weiß. Ja, liebe Leute, falls ihr dieses Deck hier euch selber basteln wollt, das ist angeblich relativ gut. Ich werde am Ende der Folge, falls ich es nicht vergesse, noch ein paar Verbesserungsvorschläge reinpacken. Also euch sagen, wo ich halt finde, da könnte man auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen machen. Wir spielen jetzt erstmal eine Runde im Casual. Ich habe es gerade eben erst gebaut und ich muss erstmal selber gucken, wie das Ganze funktioniert. Ich habe es noch nicht gespielt, aber wir werden es jetzt zusammen einfach mal austesten. Ich finde, dass, falls ihr euch fragt, warum machst du nicht einfach einen Deckcheck oder sowas davon? Oder warum spielst du nicht einfach mal die Decks, dass du uns den Rank gleich zeigen kannst. Darauf eine ganz einfache Antwort, liebe Leute. Und zwar will ich, oder muss ich sagen, ich empfinde es am besten, wenn man so einen Deck wirklich blind vorstellt. Weil dann hat man halt auch wirklich so einen Vergleich von wegen so, ja, okay, ich bastel mir jetzt das Deck, ich habe davon keine Ahnung von diesem Deck und ich spiele jetzt dieses Deck. Das ist ja das, was ihr schlussendlich halt auch habt. Und das will ich halt versuchen, euch so zu vermitteln, wie das halt ist, weil wenn jetzt dieses Deck zum Beispiel direkt instant hier so so richtig so einen schönen Flow hat, liebe Leute, Grüße, dann, ist es ja relativ gut, aber es muss erstmal dazu kommen, dass es diesen Flow hat. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen will ich euch zeigen, aha, okay, es hat diesen Flow, es ist gut, es ist einfach zu spielen und alles Mögliche. Und das ist halt immer so eine Sache. Wenn ich das jetzt hier zum Beispiel extrem gut beherrschen würde, direkt instant, weil es einfach ein richtig sickes Deck ist, weil es eine gute Combo hat und alles Mögliche, dann ist es natürlich gar kein Problem. Oh, wir haben auf den... Oh, sicker Razor Maw ist sick. Zack, adapt den hier, der kriegt +1/+1, hätte ich mal gesagt, das Kätzchen, und wir gehen face, and turn. Ihr seht schon, die Smuggler's Crate ist eine gute Sache, ich habe es jetzt auch gerade realisiert, das ist ja gar nicht das Secret, sondern das ist das andere. Und ihr merkt schon, liebe Leute, es ist ganz schön heavy. Was hat er denn da jetzt für Naturalize? Wow, das ist natürlich nett von dir. Ich denke, dieses Deck hier hat eine Schwäche, und das sind nämlich die Karten. Die Karten auch auf der Hand, dass man halt sehr, sehr wenig Karten hat. Aber wenn er uns natürlich hier Karten schenkt, das ist sehr, sehr gut. +1, das heißt, er könnte ihn immer noch wegmachen, das wollen wir eigentlich nicht, obwohl wir könnten es uns überlegen. Jetzt gucken wir mal, was wir kriegen. Taunt maybe? Yes, no, maybe, I don't know. Can you repeat the question? So, wir gehen Face. Hätten hier natürlich Full Face gehen wollen, aber ich weiß noch nicht, wie ich das Deck spielen soll, deswegen spiele ich es ein bisschen controlliger. Er könnte hier jetzt swipen. Lunar Vision. Lunar Vision? Meiner Meinung nach nicht der beste Card Draw an dieser Stelle. Jetzt, wir spielen die Hyäne plus einen Taunt, dass er hier nicht durchkommt. Swipe ist natürlich immer noch real, da muss man natürlich aufpassen. Das Gute ist, er kann halt nur ein Mini wegswipen. Entweder den Buff oder halt die Hyäne. Ich schätze einfach mal... Okay, Moonglade Portal, das ist in Ordnung. Oh, das ist ein starkes Moonglade Portal, liebe Leute. Das ist ein richtig, richtig starkes Moonglade Portal. Wir machen aber da easy going einfach so. Einfach so, sie wird gebufft ohne Ende. Wir hätten da jetzt natürlich noch mehr reinhitten können. Ist aber meiner Meinung nach nicht der Sinn hinter der Sache. Wir machen es so, gehen hier für 7 Face, gehen nochmal Face, gehen nochmal Face, hitten hier nochmal. Und ihr seht schon, wie das Ganze funktioniert. Im nächsten Zug können wir schon den Reckless Rocketeer spielen und ihn dann einfach umklatschen. Aber wie gesagt, es ist ein Druide. Ein Ram-Druide, der nicht ganz funktioniert gerade im Moment. Okay, er hat noch einen Heal. Für 3.
Ist also in Ordnung. Ich denke, es gibt so ein paar Druiden, die gerade funktionieren und ein paar, die einfach nicht funktionieren. Ich glaube, zu einem, der nicht funktioniert, gehört er hier leider. Jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwas noch machen können. Okay, mit dem Rocketeer dürften wir aber eigentlich gewonnen haben. Ich meine, wir haben hier ein 6, 6 und 7 sind allein schon genug, um ihn hier zu töten. Und unsere Schnecke darf ihn töten. Unsere coole Schnecke darf ihn töten. Na, Schnecke. Ja, das war doch, ganz angenehmes Spiel, muss ich sagen. Aber ich weiß halt noch nicht, wie das jetzt gerade hier zum Beispiel gegen ein schnelles Deck, gegen ein richtiges Deck, so ein. Ah, wie heißen sie hier nochmal gegen einen Rogue oder sowas abschneiden würde. Das ist halt noch die Sache, die ich jetzt gerne sehen würde. Wie gesagt, es ist gerade wirklich am Rumkursieren, dass dieses Deck hier echt gut ist und sogar auf Legend kommen könnte, wenn man eine Weile spielt. Und das Lustige ist halt, vom Dust-Wert her ist es halt einfach nichts. Ich kann jetzt mal hier ganz kurz nebenher gucken. Hearthborn gucken, machen wir mal ganz kurz auf. Ich habe noch Ding rausgetan. Was habe ich rausgetan? Lass mich mal kurz gucken. Ich habe eine Fiery Bat rausgetan. Das wären also minus 20 Dust. Behalten wir die? Machen wir sie weg? Er hat einen Discard wahrscheinlich. Discard Lock. Early Game wäre gut. Die Hyäne behalten wir mal. Fiery Bat habe ich eine rausgetan. Ja, das ist in Ordnung. Das heißt, wir haben also hier, so wie auf Hearthborn, kostet das 1220, das ganze Deck. Grüße, werter Dude. 1220, das heißt, wir haben minus 20, das ist also 1200, haben aber noch ein Ding mit reingepackt, zwei Rares, das heißt, wir haben nochmal plus 200, das heißt, wir sind auf 1400 Dust, was immer noch sehr, sehr billig ist, liebe Leute. Wirklich, wirklich sehr, sehr billig. So, sehr, sehr gut. Direwolf, end turn. Einfach, dass er den Direwolf gleich tötet, weil er denkt jetzt sicherlich, oh, nicht, dass der hier irgendwelche Buffs da drauf macht oder außen rumlegt, irgendwelche Minions. Ist es eine relativ coole Sache, dass er da gleich mal drauf gehen wird. Ich gucke jetzt, wo die Smuggler Crate drauffällt. Es ist halt echt stark. Plus 2 auf dem Minion, und wenn es dann ein Two-Drop ist, so wie die Hyäne oder sowas, ist es halt extrem gut. Da muss er irgendwie einen krassen, krasses Remove drauf tun, damit das Ganze funktioniert und so, ihr versteht schon. Jetzt gucken wir mal. Eagle Hornbow wäre gut. Ich will natürlich hier versuchen, den Taunt rauszukriegen. Ja, das ist halt zwar kein Taunt, aber es ist okay. Ist okay. So, er ist ein Demon Lock, oder? Sind das Demons eigentlich? Ne, es sind gar nichts. Es sind Tentakeln. Komisch, dass Tentakel nicht irgendwas geworden sind. Das hätte ich sehr, sehr lustig empfunden, wenn ich ehrlich bin. So, wir spielen dann jetzt hier. Oh, Mortal Coil. Das ist in Ordnung. Zieh ruhig deine Karte. Das ist okay für mich. Hat er jetzt irgendwie noch was für zwei Mana, wo er ihn rippen kann? Ich glaube nämlich nicht. Oh, Corrupting Mist. Das ist interessant. Das ist sehr, sehr interessant, liebe Leute. Spielen also ihn hier raus. Die gute Hyäne. Spielen Adapt auf unsere Hyäne. Gucken, dass wir ihr. Fuck, das ist halt alles nicht gut. Wir geben ihr das hier von mir raus. Ja, gehen hier Face. Das Problem ist halt jetzt einfach, dass. Sie stirbt trotzdem noch an dem Ding. Ich wollte ihr eigentlich +1/+1 geben, dass sie jetzt nicht an einem Hellfire oder sowas stirbt. Die Frage ist halt nur, ob er einen Hellfire überhaupt spielt. Könnte sein, dass er kein spielt, dann hätten wir natürlich Renounce Darkness. Wow. Leute, sowas liebe ich doch, hier sowas zu sehen. Das gute Renounce Darkness. Ach du Heiliger. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Er ist ein Rogue geworden, das heißt, er könnte Eviscerate theoretisch haben. Hat er aber scheinbar nicht. Ach du Scheiße, Renounce Darkness Rogue. Oh. Er hat eine Waffe gekriegt und tötet unser Dude. Oh, der wäre so gut gewesen, Leute. Der wäre so überaus gut gewesen, aber. Ah, da ist schon die nächste. Okay, wir spielen also. Zack. Buff. 4-4, er kann sie nicht töten. Face und give it a try. Give it a try, liebe Leute. Ihr seht schon, was das Problem an diesem Deck ist. Es ist wirklich so, dass. Dass man wirklich das Problem hat, man hat keine Karten auf der Hand. Man hat keine Draw Engine da drin, außer Cult Master. Und Cult Master ist meiner Meinung nach nicht das Stärkste. Ah, oh, das gute Razor Paddle Ding da. Das macht einen Schaden. Oh, und dann kann das doch wieder wegtraden. Mann. War gut, okay. Das muss ich lassen, war gut. Damit kann er jetzt auch. Oh. Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen ziemlich Gas geben jetzt. Also, wir machen also hier Hit.
Hit and Turn. Wir können es noch schaffen, liebe Leute. Wir können es auf jeden Fall noch schaffen. Macht euch da mal keine Sorgen. Noch ist das Spiel nicht verloren. Er ist auf 10 HP runter. Wenn er keine Taunts spielt, Disteltee. Haha, Disteltee, liebe Freunde. Wenn er kein Taunt spielt oder sowas, ist es okay. Er hat jetzt Taunt, oder? Cold Blood. Cold Blood ist stark, liebe Leute. Na, das ist echt stark. Jetzt muss er den 3-2er noch wegtraden. Wait, what? Was macht er denn da? Was macht der denn da? Liebe Leute, wir hätten auch so gewonnen. Ich meine, es ist egal, wie rum wir das jetzt spielen. Ich meine, so machen wir +2/+2 auf den drauf. Haben dann 5er, machen dann so. Und dann ist well played. Ich meine, wir hätten hier angreifen können, hätten damit angreifen können, damit angreifen können. Das wäre also ein GG gewesen. Das ist in Ordnung. Haben auch 3 Victories. Und ihr seht, liebe Leute, selbst durch gegen den Reno und Darkness Ding gewinnen wir hier easy going. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich traue mich noch nicht ins Ranked mit dem Deck, bevor ich nicht sehe, dass es irgendwie gegen einen Rogue oder sowas ankommt. Ich werde also hier jetzt noch ein bisschen fleißig erstmal spielen. Gucken wir mal, vielleicht finden wir noch was. Mage. Das wäre natürlich interessant, gegen den OTK-Mage jetzt zu spielen. Das ist ja eins der Decks, die gerade echt Value haben, die wirklich, wirklich gut sind, meiner Meinung nach. Und da gucken wir einfach mal, wir behalten den Knife-Juggler einfach mal. Obwohl die Knife-Juggler, die Knife-Juggler-Ding-Kombo ist natürlich besser. Haben jetzt den Gastropon hier auf der Hand. Meiner Meinung nach einer der coolsten Minions. Ich finde den Flavor von dem Gastropoden mega nice. Ich weiß nicht warum, es ist einfach ein cooles Ding. Es ist eine fucking Schnecke mit Taunt und Poisonous. Ich mag ihn. Ich mag meinen Gastropoden. Okay, das klang komisch. Es klang sehr, sehr komisch. Coin, Ping and Turn. Mach das ruhig, das ist vollkommen in Ordnung für mich. Ich habe meinen Gastropoden dabei. Ich und mein Gastropode, wir sind cool miteinander. Weißt du, wir sind Bros, Jungs, wir sind Bros. Wir spielen den Gastropoden raus, weil wir im nächsten Zug nämlich Knife Juggler plus Alley Cat spielen können. Und wer weiß, vielleicht frisst der Gastropode ja jetzt einen Frostbolt, der dann nicht den Knife Juggler mehr treffen kann. Das wäre sehr, sehr schön. Wir schauen. Mirror Image. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar, weil wir trainen da nämlich einen weg. Der Gastropode triggert. Wir spielen ihn hier raus. Ja. Ja, ist in Ordnung. Ich wollte jetzt wirklich eigentlich Knife-Juggle-Kombo spielen, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl gehabt. Ich wollte lieber Mana effizient spielen und nicht so viele Karten auf einmal raushauen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig in dem Deck. Ich glaube, wir spielen hier gegen ein ich will nicht sagen Mid-Range-Deck, aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass es ein bisschen Mid-Range-Deck ist. Wir buffen die Alley Cat, spielen den Knife-Juggle raus. Hitten erstmal den Dude hier, spielen unsere Alley Cat, die 3-3 ist. Inzwischen jetzt ist sie 4-3, gehen hier Face. Der Knife Juggler schießt noch zweimal ins Gesicht und dann haben wir jetzt Board, liebe Leute. Wir müssen es halt gucken, dass wir jetzt innerhalb von 2 Zügen zumindest ordentlich Damage machen. Sonst könnten wir halt echt Probleme haben mit seinen AOE-Removals oder sowas. Könnte sein, oder zumindest in einem Zug. Es könnte sein, dass er jetzt eine Frost Nova hat oder sowas. Das ist natürlich uncool, aber das kommt auch mal vor. Aber er kann wenigstens die Combo noch nicht spielen. Und den Coin haben wir ja gehabt. Hatten wir den Coin? Ne, wir hatten nicht den Coin. Das heißt, er hat den Coin. Das heißt, er kann sogar noch was spielen. Er könnte die Combo haben, die Frost Nova Doomsayer Combo, aber da glaube ich irgendwie immer noch nicht dran, so wirklich. Frostbolt, das ist okay. Frostbolt Ping. Soll er machen. Macht halt unsere Viecher ein bisschen schwächer, aber es sind trotzdem noch sehr, sehr starke Minions. Dafür, oh, das ist schön. Dafür, dass hier eigentlich so gut wie nichts geht, sind sie trotzdem noch sehr, sehr stark. Wir machen hier drauf Wind Fury. Easy. Zack, 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 zack und nochmal ins Gesicht und Hero Ability und Enturn. Und damit sind wir eigentlich schon so weit und können fast Kill Commanden im nächsten Zug, wenn er jetzt nicht irgendwie was hat. Coin, Board Clear wäre natürlich sehr, sehr stark für ihn. Dann könnten wir nämlich so gut wie nichts mehr machen. Wir hätten dann zwar 7 Schaden noch safe auf ihm sitzen, aber die Frage ist halt, ob er das hat. Also hier ein Blizzard oder sowas. Frost Nova, er hat wirklich die Frost Nova Ding Combo. Ah ne, er hat nicht die Frost Nova Doomsayer Combo. Interessant. Ja, machen wir so und gucken mal, was passiert. Ich habe jetzt absichtlich nicht das gespielt. Vielleicht hat er jetzt doch einen Blizzard ready. Arcane Intellect. Für 3. Er könnte vielleicht eine Arcane Explosion haben. Wäre noch eine Möglichkeit. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie spiele ich gerade nicht gegen Decks, die wirklich im Ranked so krass vertreten sind im Moment. Gerade sonst immer um die Zeit, wo ich unterwegs bin, halt hier gerade. Ihr seht, das ist gerade kurz vor 2.
war es halt immer so, dass man halt richtig krass halt nur noch gegen so Decks gespielt hat, die halt gerade echt in der Meta sind. Und das habe ich gerade irgendwie nicht das Gefühl, dass die Decks hier gerade irgendwie in der Meta sind oder sowas. Und dann machen wir so well played. Ich denke wirklich, dass es ein sehr, sehr gutes Deck ist. Ich hätte gesagt, wir versuchen das letzte Matchup jetzt wirklich noch im Ranked-Modus zu spielen. Aber weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt ein bisschen den Hunter hier jetzt im Blut. Es könnte natürlich sein, dass wir jetzt erstmal richtig hart aufs Maul kriegen, aber selbst wenn das passieren sollte, dann ist es halt so, liebe Leute. Es ist ja nicht schlimm. Ich meine, es ist ja ein neues Deck. Wir spielen hier hundertprozentig, also da lege ich meine Hand jetzt schon dafür ins Feuer, dass wir den... wie heißt er denn hier nochmal, der Dude? Dass wir den Elemental-Dude hier jetzt sehen, liebe Leute. Also Elemental Paladin. Es ist ja das Deck, das ist so eine neue Kulterscheinung, dass wenn ein Streamer irgendwie ein Deck spielt, jo, da kommt schon die Firefly raus. Wenn ein Streamer ein neues Deck spielt, dann ist es wirklich so, inzwischen wirklich so krass, dass einfach die Leute sagen, oh, ich muss dieses Deck unbedingt nachspielen. Komm, Smuggler's Crate auf die Firebat. Schade. Ist aber in Ordnung, wir coinen trotzdem. Es ist halt irgendwie so eine Erscheinung gerade, dass alle möglichen... Ja klar, gut, die Leute wollen natürlich gute Decks spielen. Aber ich habe mir das Deck angeguckt. Das ist ja das Deck, was Ponyhof gerade spielt. Oder Ponyhof und hier... Trump hat das gestern auch gespielt. Oder heute Nacht oder irgendwie sowas um den Dreh rum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gar nicht so geil. Ich muss wirklich sagen, ich finde es gar nicht so geil. Es ist ein okayes Deck. Aber es ist jetzt kein Deck, wo ich sagen würde... Boah, Alter, das ist sicke Shit. Das ist so eine Sache. Aber es ist halt wirklich ein Deck, wo man mit auf Legend kommt. Deswegen wollen das halt wahrscheinlich die meisten Leute spielen im Moment. Im Gegensatz zu dem hier. Damit hat es noch niemand safe auf Legend hochgeschafft, aber das ist ja in Ordnung. Deswegen ist es halt ein bisschen fragwürdig. Muss man ganz klar sagen, ist ein bisschen fragwürdig. Es sieht auch aus, als ob es ein ausgebautes Deck ist, was wir hier haben. Ja, genau, es ist er, der Elemental Dude hier. Er hittet hier sogar rein, weil er will, dass... hier dieses, das Ding zerstört wird. Wir spielen raus den Gastropoden. Gastropoden macht keinen Sinn. Knife Juggly Juggle. Face. Was ist es? Noble Sacrifice, das ist uncool. Noble Sacrifice ist richtig uncool. Ah, fuck, damit hat er sich jetzt Board Value gemacht. Das ist halt die Sache, mein Deck ist halt wirklich nur Early-Game relevant. Sonst ist es halt einfach absolut scheiße, sein Deck ist halt midrangig. Und genau, er ist halt mega gut, er ist eine der stärksten Karten in dem kompletten Deck, meiner Meinung nach. Spielen wir mal den hier raus, buffen ihn, geben ihm... Divine Shield. Jetzt komm mal an, Bro, mit deinen komischen Viechern. Divine Shield versus Divine Shield. Passiert nichts. Ah, fuck. Ah, fuck. Da hat er was dagegen, liebe Leute. Warum funktioniert Poisonous eigentlich nicht auf die Heroes? Stell dir mal vor, so ein Typ hittet einfach ein Poisonous irgendwie Viech und fällt dann einfach tot um. Das wäre schon ganz schön lustig, muss ich sagen. So, wir spielen die Waffe raus, können hier Hero Ability, wir müssen ihn wegmachen, er ist zu stark für dieses Board. Die Problematik, ihr seht die Problematik, liebe Leute. Wir haben keine wirklichen Karten mehr, wir spielen zwar jetzt eine Value-Karte, die kann er aber easygoing ausvaluen. Es ist halt wirklich das Deck, was gerade gegen diese Hunter hier gerade extrem ankommt. Ja, da spielt zum ersten Mal den Buffadin. Oh, den habe ich jetzt erst selten gesehen, den Thunder Lizard. Der ist eigentlich eher weniger in dem Deck drin. Wahrscheinlich ist es eine Ersatzkarte irgendwie, weil er nichts Besseres hatte. Mal gucken, ob er mit seinem Ding, mit seiner Waffe angreift. Es war eigentlich fast schon klar, dass wir hier dieses Matchup verlieren werden, weil Paladin ist einfach, ich will nicht sagen zu midrangig, aber er ist echt strong midrangig gerade und das ist halt sehr, 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 sehr schwer mit so einem Deck dagegen anzukommen. Das Gute ist, wir haben auf jeden Fall eigentlich ist es verloren, liebe Leute. Sobald er den hier draußen hat, ist es verloren. Dann machen wir lieber noch eins, liebe Leute. Und guck mal, ob wir das nächste Deck besiegen können, anstatt dass wir hier jetzt noch weiter unsere Zeit vergeuden. Ich meine, wir sind Rang 16, das ist eh wurscht, wenn wir Sterne verlieren. Dann spielen wir uns einfach mit dem Rogue wieder kurz hoch, das ist kein Problem. Ich wollte eigentlich diesen Monat ein bisschen gucken, dass ich ein bisschen mehr spielen kann. Aber es ist jetzt in letzter Zeit doch wieder so stressig geworden vom
von Uni und ETC und so weiter, dass es halt einfach nicht so ganz möglich ist, gerade für mich, hier was zu machen. Okay, Alicat auf Turn 1, Turn 3 haben wir eigentlich auch schon eine relativ gute Karte. Wenn wir jetzt irgendwie Smuggler's Trade oder sowas auf ihn noch drauf spielen könnten, in Turn 2 wäre das natürlich sehr, sehr gut. Okay, wir haben Doppel, Vikas, wie heißt der nochmal? Flatling. Fucking Flatling. Du bist der Vic Flat, der Flevic. Du bist Flevic. Fertig aus. Grüße. Hallo, Wanderer. Ja, war klar, dass er die Journey Below-Variante spielt. Okay, wir könnten ihn adapten. Oder wir dappen ihn. Das wäre natürlich auch eine coole Sache. Ne, wir dappen mal ihn hier. Es kann halt sein, dass er gleich mal eine richtig coole Action hier machen kann. Und es wäre halt richtig blöd, wenn er jetzt hier direkt seine Kombos rausspielen kann. Ich finde, er ist halt mega strong dadurch, dass wir ihn halt immer wieder adapten können. Weil Adept ist eine starke Fähigkeit, liebe Leute. Also, das ist interessant. Ich hätte nie gedacht, dass sie wirklich so stark sein wird. Okay, er spielt zurück. Er kann jetzt mein komplettes Board damit einfrieren. Das ist nicht sein fucking Ernst, oder? Er kann wirklich mein komplettes Board damit einfrieren. Interessant auf jeden Fall. Ich habe das so noch nicht gesehen. Coin, okay. Leute, er kann jetzt schon. Das Deck ist einfach OP, Leute. Man kann sagen, was man will. Das Deck ist einfach überaus OP. Wir holen uns jetzt hier einen Taunt, bitte. Buff. Das ist natürlich genau das, was ich gesucht habe. Wenn man halt. Also, man kann sagen, was man will, Leute. Aber wenn man die Starthand hat, die dieser Typ hier gerade hat, dann ist es. Ah, es ist GG. Es ist scheißegal, was man macht dagegen. Die Sache ist halt, wenn er jetzt noch ein Prep auf der Hand hat, dann ist es eh schon vorbei. Ist das halt echt stark, was er hier gerade spielt, muss ich sagen. Dadurch, dass er jetzt seine Dings schon aktiviert hat, jetzt muss er nur noch am Prep spielen, dann wird es um 3 billiger, dann könnte er jetzt theoretisch schon rausspielen, hat dann nur 5-5er auf dem Board und dann ist ein GG. Es liegt aber daran, liebe Leute, dass er einfach ein mega, mega stronges Board hat. Muss man ganz klar mal sagen. Es liegt nicht daran, dass er ein guter Spieler ist oder sonst was. Das ist so dieses typische Phänomen. Wie könnte man das beschreiben? Es ist das typische Luck-Phänomen bei Hearthstone. Dadurch, dass sie jetzt ein bisschen mehr, ja klar, Prep werden alles also auf 5-5er. Es ist wirklich das typische Luck-Phänomen. Dadurch, dass er halt jetzt so viele Karten hat, ist es halt echt ein bisschen unlucky. Das Gute ist, er hat kaum irgendwie Minions. Dadurch können wir eigentlich relativ gut die Board-Control halten, wie ich finde. Wir können extrem gut die Board-Control halten. Oder wir ziehen jetzt. Ne, wir spielen ihn raus. Wir können fucking extrem gut Board Control halten. So. Spielen dann noch den hier raus. Haben damit Board Control. Jetzt hat er natürlich noch Minions auf der Hand. Es könnte sein, dass er jetzt seine Pirate-Kombos rausspielt und alles Mögliche. Aber die Sache ist, er hat zwei Karten auf der Hand. Und das ist für ihn das Problem. Fuck. Er hat keine zwei Karten auf der Hand. Er hat mehr Karten auf der Hand. Ich habe gedacht, wir könnten uns wenigstens einen Vorteil hier rausholen, dadurch, dass er halt zu wenig Karten auf der Hand hat. Aber er hat zu viele Draw-Engines drin, der gute Rogue gerade im Moment. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwie eine Combo noch rausspielen können. Kill Command ist natürlich stark, damit können wir ihm eine Karte auf jeden Fall wegnehmen. Wir haben 6 Mana, wir gucken mal, was wir rausziehen. Oh, Buffs sind gut, Buffs sind sehr, sehr gut. Vielleicht Wind Fury? Wind Fury. Lass mich kurz überlegen. Drei Health. Er ist so mega sick, Leute. Er ist so fucking sick. Oh nein! Ich hätte hier. Ich hätte hier anders spielen müssen. Aber es sieht gut aus, Leute. Wenn er uns jetzt nicht OTK'en kann, haben wir, glaube ich, gewonnen. Wenn er uns nicht OTK'en kann und wir. Oh nein, er kann uns OTK'en, oder? Prep. Vanish. Oh! Uncool. Uncool, aber es ist trotzdem well played. Seht ihr, Leute? Es ist möglich. Und obwohl er auf Turn 4, liebe Leute, auf Turn 4 seine fucking Ability raus hatte, haben wir trotzdem gewonnen.
haben wir einfach mal trotzdem gewonnen. Er ist nicht OP. Es sieht immer nur so OP aus. Aber er ist auf jeden Fall nicht so extrem stark, wie die Leute immer denken. Lasst euch wirklich von den Rogues erstens mal nicht einschüchtern und zweitens mal nicht das Spiel verderben. Das Deck ist zwar stark. Ja, das ist richtig. Also ich würde auch sagen, dass das Cavern-Deck eins der stärkeren Decks ist. Aber vom Prinzip her ist es nicht das stärkste Deck gerade. Man kann es auf jeden Fall besiegen und deswegen finde ich, es ist in Ordnung, liebe Leute. Es ist wirklich in Ordnung, das Deck. Es ist stark, aber nicht zu stark. Ich bedanke mich immer jetzt recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat meine Variante des Budget Hunters hier so gefallen. Es ist wirklich eine starke Sache, besonders ihn finde ich halt mega krass, wenn ihr halt angreift, Windfield auf ihn drauf packen kann und dann nochmal angreift und ihn dann eigentlich so gut wie unsterblich machen können. Es ist schon krass, liebe Leute, es ist wirklich, wirklich krass. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Deck gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen, könnt was Schönes in die Kommentare schreiben oder sowas. Und dann hätte ich mal gesagt, haut rein, bis zum nächsten Mal dann, man hört sich, Türelü.